So. So haben wir es geschafft, also mit richtig gutem Angriff. Die Attacken auch einsetzen. Jetzt müssen wir nach Fiskel. Nein, bitte nicht, Steingolem, bitte nicht. Ich will doch nur aufs Reittier, ich will dich nicht töten. Du bist halt nur ein Fels. Ein Fels in der Brandung, weil ich ihn dorthin gekickt habe. So. Ja. Ich rasiere mich mit den Klingen. Ja, ich rasiere mich ein bisschen mit den Klingen. Ja, mein Kopf ist nur aus Luft. Nicht mal aus Luft, aus Gas. Ich rasiere mich mal ein bisschen. Ja. Sieht scheiße aus. Weg da. Kann man das jetzt nicht? Man kann nicht mal... man kann nicht mal die Waffen verstauen. Hier hat es überall Schätze. Was haben wir sonst? Kleine spektrale Essence Topaz. Ah, auch schon wieder kein Zauberte. Aber den behalte ich. Ich bin ein Sammler. Ich bin extrem gerne Sammler. Loot. Kleine spektrale Essence. Medaillons und Quest-Item. Die gelben, mit den gelben Namen sind die Quest-Item. Oder sind es orange? Ja, ein bisschen orange. Die gelben sind nämlich die raren Items, die Spezial-Items. Zum Beispiel haben wir gar kein Item, aber ich kann es dann zeigen. Wir werden sowieso noch ein bisschen leveln, dann verdienen wir auch ein paar Items, weil ich habe eigentlich nur Handels-Items oder Quest-Items, aber Loot-Items habe ich eigentlich keine Ahnung. Ich brauche unbedingt ein paar Loot-Items, die am besten legendär oder was ist das andere? Episch, glaube ich. Was soll das? Einfach blau und violett. Wir werden hier im Aranas nördlichen Wald leveln. Weil dort gibt es genug Monster, die normal und anspruchsvoll sind. Die geben nämlich am meisten Erfahrung. Die schweren und sehr schweren geben für die Schwierigkeit einfach zu wenig Erfahrung. Hier ist ein Wasseranhängerträger. Den müssen wir wahrscheinlich für eine Quest töten. Aber wahrscheinlich nicht alleine. Oder einfach viel später dann. Ja, ich war gestern die Wege anschauen und habe recht positive Sachen gesehen. Aber ich kann leider noch nicht gehen und deshalb werde ich so bald wie möglich ins Fitnessstudio gehen und in den Fußballclub in Liestal. Und dort so gut wie möglich mich vorbereiten, damit ich fit bin auch zu arbeiten. Und ja, eben so eine Halbtagsarbeit mache ich dann und dann halbtags noch Sport. Und hoffentlich ist es da nicht zu viel für mich, aber ich bin sehr robust, sehr ausdauernd und so. Dafür kann ich dann eben besser schlafen. Ich habe ja durch die viele Energie im Körper einfach Probleme beim Einschlafen und so. Und wenn ich die Energie verbrauche am Tag, dann kann ich immer gut einschlafen. Das ist praktisch. Die sind auch nicht mehr violett. Die sind noch violett. Hier ist irgendwo ein Spieler. Da. Der treue Baba. Ah,
Hautschuppen. So, Sumelis und dann Fiskele. So, jetzt können wir hier, glaube ich, noch... Was wurde noch nicht gekauft? Noch 6 Stunden. Dann behalten wir die Magnetitstücke. Einfach haben ja noch 7 Stück, also sind es, wie viel waren es? 5 oder 6? 14 Stück. 13 Stück. Ah, hier ist die Quest. Okay, haben wir die letzte Quest auch noch abgegeben. Und können noch eine Quest annehmen. Jetzt, was müssen wir machen? Runensteinkiste. Okay, wir haben die Quests abgeschlossen mit den Runensteinen. Okay. Dann müssen wir zu dem da. Und dann müssen wir vor ihm Quest annehmen. So. Und wohin? Schon wieder zu ihm. Oh Gott. Ja, ich lese jetzt das Story nicht durch. Die haben keine Store, nix. Ist mir einfach zu blöde. Da rein. Oben. Ah, Paulus, ja, das ist der Bibliothekar. Der ist oben. Sodele. Bücherschrank. Dann nochmals Paulus. Und dann nochmals diesen Wachenfuzzi da. Wächterfuzzi. So, und Quest beendet. Und wir haben keine Quest mehr. Hm. Okay, dann gehen wir leveln. Ja, ist jemand online außerdem? Nein. Außer Body Electric ist niemand. Geht nicht. Das geht nicht. Ich brauch doch jemand, der online ist, mit mir levelt. So, wir gehen hier ein bisschen bei dem Goblinberg durch. Und dort hat gute Chancen für Steine. Weil es halt ein Gebirge ist. Hier hat es schon mal einen Schatz. Und gehen dann eben in Arvanas nördliche Wälder. Um zu leveln. Um ein bisschen zu schnetzeln. Ich werde heute Abend Skype beginnen, werde mal eine Aufnahmesession machen und ihr könnt dann entscheiden, ob es weitergeht. Dürft ihr gerne ja, Videos liken und so, das heißt für mich dann, ihr mögt Skype und ich werde es weiter let's playen oder ich werde es dann einfach mal let's showen ab und zu. Weil Let's Shows kommen einfach besser an, weil sie halt nicht komplett sind, sondern einfach nur Gameplay-Material sind, das kommentiert ist. Aber, ja. Ich höre auf die Kommentare, wenn wirklich 3-4 Leute es wollen, dass ich es Let's Playe, dann klar, werde ich es machen. Ich werde einfach noch nicht das neue Addon kaufen können, das
Dragonborn Addon oder DLC, weil ich halt keine Kritik, also ich brauche das ganze Geld für den Regnum Account und habe dann einfach kein Geld mehr für das DLC, weil das DLC kann ich nur mit der Kreditkarte kaufen. Aber ich werde eben so bald wie möglich eine Kreditkarte Vollumfang haben und dann kann ich mir Dragonborn gerne kaufen. Jo, und Dragonborn hat es in sich. Ich liebe der Blood Moon, das Addon von The Elder Scrolls 3 Morrowind. Und jetzt ist es wieder auf der gleichen Insel, Solistheim. Und oh, ich liebe diese Gegend. Also richtig abwechselnd. Man sieht den Roten Berg sogar in der Entfernung von Morrowind, von Jartenfell. Und so geil. Also richtig. Vielen besten Dank an Bethesda Studios für den Bau dieses DLCs. Und so wie ich hörte, war es das beste DLC. Es hat sogar Dawnguard überholt. Und das heißt, es wird uns sehr, sehr viel Gutes erwarten. Also, wenn ihr Regnum mögt, dann mögt ihr auch Skyrim. Das kann ich euch versprechen, es ist relativ gleich. Hat zwar nicht so ein gutes Item-System, aber dafür hat es andere Vorteile wie viel bessere Quests, schönere Gegenden, bessere Dungeons, alles mögliche, also richtig N1 Spiel. So, wir fangen hier an. Wir besiegen hier die Sachen. Und hier unten ist das Wäldchen. Hallo? Wegebehen mit den Ogres. Ah, Zyklopen. Ja, ist ja fast gleich. So. Dann werden wir wilden so Klob angreifen. Der ist zwar schwer, aber immerhin ist er schwach. So. Hallo Opa. Ja, du bist ein Opa. Steinzeitmensch. Ja. 200 Schaden geht's noch. Das merke ich mir. Tschüss. Und down ist er! Down ist er! So, jetzt kommt der ausgewachsene Zyklop dran. Der hat heute Geburtstag, also bekommt er von mir ein Geschenk über. Ein Geschenk des Todes. So. Und hier hat er auch eine Halbgeburtstag. Ja, 200 Schaden. Gott, oh Gott. Was machst du so viel Schaden? Ja, 323. Tschüss, ich bin weg. Ich muss kurz,